Das Lustige ist, wenn ich da jetzt durchlaufen würde und einen Stachel auch nur berühre, ist sie sofort tot. Wenn ich da durchgehe, verliere ich ungefähr so viel oder so schnell Leben wie bei dem Feuer, wenn man da am Rand steht. Döp. Erstmal ziehen wir den Stein raus. Ich bin ja neugierig. Speichern können wir noch später. So. Muss übrigens sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren bei dem Tomb Raider die Levels hier in der Kirche, die ich am wenigsten mochte. Besonders was mir noch einfällt gerade ist, das nächste Level ist, glaube ich, mein absolutes Hasslevel in diesem Spiel. Naja, wir werden sehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Hallo, Speicherikon. Ja, bitte. Und auch hier gilt die Devise, Save State ist schneller als Ladekristall. Wobei der erste, der geht ja zack. Hüpfen. Ha, hatte er gesagt. Hüpfen. Das sollte eigentlich gehen. Das ist nicht so schwer. Ist ja nicht so auf Zeit wie das mit dem Feuer. Das ist halt immer nur diese ein bisschen Schrägsprünge. Sind immer nicht ganz so. Halt die Fresse! Diese bisschen Schrägsprünge sind immer nicht ganz so einfach wie gerade Sprünge sind. Der wäre schön, aber das ist wahrscheinlich genau ein Block zu kurz. Die sind da so. Die machen sowas. Das wäre auch Schwachsinn, wenn man abkürzen könnte. Und wir wollen das ja auch gar nicht. Wir sind ja Pro. Ne? Wir sind Pros. Wir spielen Lara so, wie es gedacht ist. So. Okay. Dachschräge ist eine Hure. Eine dreckige. Okay. Hälfte haben wir geschafft. Wenn ich da jetzt mit Anlauf springe, dann springe ich zu weit. Und ohne Anlauf müsste das mithalten gehen. Ja, wunderbar. So, da haben wir wieder Anlauf. Und da. Ah. Oh, da. Nein! Wie kannst du hier leben? Scheiße. Ich werde nicht den ganzen Weg zurücknehmen. Ich nehme das bisschen Fallschaden in Kauf und springe hier runter. Kauf den Fallschaden! So. Die Tür da hinten, die wir gesehen haben, wird wahrscheinlich weiterführen. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde die Tür machen, dann gehen wir zur Hand von Midias. Und dann machen wir hier die vierte Tür. Omega, Y, Y, Omega. Und das erste ist unbekannt. Na, das sollten wir doch hinkriegen, oder? Hüpf mal ein bisschen, Lara. Vielleicht bist du dann ein bisschen schneller. Sprinten kannst du ja erst, ich glaube, ab Teil 3. Was du noch so für Fähigkeiten lernst, das ist unglaublich. Du bist so ein Multitalent. So. Zack. Hoch. Na, 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 na. Runter. Der ist hoch und der letzte ist auch hoch. Was sagt die Tür? Zu. Ist ja auch die falsche. Auf. Entschuldigung. Da warten uns hier wieder ein paar kleine Äffchen.
So, hopp. Und hopp. Und wir haben hier Wasser. Nein, klettern. Feuer, Wasser, Stacheln und Klettern. Das sind so die vier großen. Wobei man hier irgendwie nicht wirklich vom Klettern sprechen kann. Das könnte aber noch kommen. Das Spiel ist da gar nicht so. Da geht's hoch, da geht's runter. Gehen wir runter. Ich sag nur Damoklesschwert. Oh Mann. Ätzend. Wenn es das ist, was ich denke, ist es genial. Und physikalisch unlogisch, aber genial. Es ist so lustig. Das da an den Seiten, das ist auch unlogisch. Das da hinten auch. Egal. Meine Güte, ich bin wieder am Husten. Das ist... Was heißt Husten? Ich räusper mich. Das ist das Problem. Das habe ich, wenn ich viel sprechen muss. Unschön. Ja, wie gedacht. Wir haben die Säule unten rausgerissen. Speicher-Icon, Speicher-Icon, irgendwo, Speicher-Icon. Okay. So interessant, wie die Wandseite einstürzt, wenn ich da ein... Na egal. Einfach mal versuchen. Fast zu weit. Aber nur fast. So. Dann da ganz hinten rüber springen. Ja, hier ist eigentlich keine große Sterbegefahr. Nennen wir es nicht Todgefahr, nennen wir es Sterbegefahr. Ja. Yep. Ich habe was ausgelassen. Es ist heute wieder schlimm, das ist unglaublich. Ich glaube, ich hätte erst auf die abgebrochene Säule springen müssen. Hätte er nicht erkennen, so wäre es nicht mein Hut. Und hoch. So. Jetzt erstmal dahin. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. Gucken. Vibe. Gucken. Ja, dann. So. Und versuchen. Okay. Und dann da. Da passt unsere Lara ja gerade so rein. Und... Oh Gott, ja. Was? Na, ich war mir doch sicher, dass ich das nicht bin. Lebt er wieder auf kleinstem Raum, so ein Viech? Ich habe Angst, runterzufallen. Deswegen bin ich leise und gehe erstmal 10 Schritte, bevor ich springe. Tier. Mhm. Wisst ihr, was wir mal ausprobieren können? Hüpf. Oh yeah. Okay. Dann nicht. Nein, hoch.
Oh, mal nett, dass du es nochmal versuchst. Okay. Hallo Spiel. Willst du mir erzählen, dass du extra ein neues Gebäude, also Komplex aufmachst? Nur für den letzten. Das sieht so cool aus, wie da hinten das Krokodil schwimmt, der Affe und dann da die Fledermäuse ihres Weges. Nochmal einen ganzen Komplex. Für das letzte Teil. Oh, ist sicher ein Geheimnis. Und ich weiß auch, wo das ist. Wir sind oben über dem Teil. Leute. Große Medipack Schrotmunition. Na gut. Sind wir mal nicht so betrübt. Ich würde den Affen zwar gerne noch tot, obwohl wir können eigentlich. Kommt er wieder? Nein. Das dauert mir zu lange. So. Wir speichern. Jawohl. Und damit war es das für diese Aufnahme wieder. Ja, es ist zwar zeitlich. Hey, Affe, renn mir nicht ins Bild. Es ist zwar zeitlich wieder ein bisschen dämlich gelaufen. Vielleicht fällt mir da irgendeine Entschädigung für euch ein, wenn die Parts so doof enden, dass ich dann noch irgendwas anderes extra hochlade oder so. Mal gucken. Das war keine Versprechung, das war ein vielleicht. Nicht, dass ich da später drauf festgenagelt werde. Egal, mal gucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss, Leute.